Ja, hallo Herr Dott. Heute bei mir zur zweiten Runde zum Thema Qualifizierung von Kunststoffen. Herr Dott vom Kunststoffinstitut Lüdenscheid. Hallo Herr Dott. Hallo, Herr Zieten. Wir hatten ja schon im ersten Teil darüber gesprochen, wie sich das entwickelt hat und Ihre Funktion im Kunststoffinstitut. Jetzt gehen wir ins Eingemachte Qualifizierung von Kunststoffen. Können Sie uns dazu ein bisschen was erzählen, Herr Dott? Ja, wenn man über Rezyklate spricht, kommt man an dem Thema Qualität ja nicht vorbei, weil das Thema Qualität sehr entscheidend ist, gerade weil man sich oft auch mit Neuware messen muss, ist natürlich auch der Anspruch an ein Rezyklat hoch. Die ganzen Designer sind natürlich gewohnt, hochwertige Materialien zu haben, hochwertige Oberflächen zu erreichen, gute mechanische Eigenschaften. Deswegen ist auch für die Rezyklate, wenn man Neuware ersetzen will, das Thema Qualität sehr, sehr wichtig. Weswegen wir uns dem Thema auch intensiv jetzt angenommen haben. Das kann ja, wir sind uns ja alle darüber klar, Kreislaufwirtschaft oder Einsatz von Rekunststoffen, also rezyklierten Kunststoffen, insbesondere aus dem mechanischen Recycling, ist eben nur möglich, wenn die Anwendung abgesichert ist, das heißt, wenn spezifiziert ist, was eingesetzt werden darf. Ne? Richtig, Herr Dort. Ne? Genau, und dafür ist es halt auch wichtig, um zu sehen, okay, kann ich vielleicht auch ein Rezyklat einsetzen, zu wissen, wie ist meine Qualität von den Materialien. Und dafür brauche ich natürlich Kennwerte, dafür brauche ich Informationen. Ja. Und das ist das, wo wir uns mit einem Konsortium jetzt zusammengefunden hatten in den letzten 1,5, 2 Jahren, um das Thema mal etwas systematischer anzugehen und in eine Dienstspezifikation umzusetzen, um einfach mal was Handfestes zu haben. Ja, was Handfestes ist gut in dem Bereich, weil was wir brauchen in der Industrie ist Rechtssicherheit. Wenn der Einsatz von Rezyklaten nicht abgesichert ist, dann findet er nicht statt. Ja? Niemand ist da bereit, ein Risiko einzugehen, wenn die Kunden oder Endkunden das nachher reklamieren. Was steht denn drin in so einer Norm oder wie sind Sie da vorgegangen? Ja, wie sind wir vorgegangen? So fange ich mal an. Das Ganze ist auf die Initiative von einer digitalen Handelsplattform für Rezyklate passiert. Die Firma Surplus ist das. Das ist ein Startup aus Hamburg. Und wenn man gerade an digitalen Handel von Rezyklaten denkt, dann ist natürlich das Thema Vertrauen nochmal viel, viel wichtiger, als wenn man jetzt den bekannten Händler um die Ecke hat, wo man schon weiß, was man kriegt. Und wir sind in einem Konsortium mit rund 20 Firmen zusammengekommen und haben in gut einem Jahr ein Konzept entwickelt, wie man Datenqualitäten von Rezyklaten bestimmen kann. Da sind über 1000 Stunden Arbeit reingeflossen, also da ist eine Menge Gehirnschmalz reingeflossen und wir haben halt auch bei den Teilnehmern die ganze Wertschöpfungskette von Abfallsammlung. Eine Firma wie Remondis war mit dabei, bis über Recycler, Kompondeure, bis hin zu Prüfinstituten. Aber wir hatten auch Anwender aus dem Folienbereich zum Beispiel mit dabei, Greiner Packaging, Polyfilm, große Folienhersteller, die sich damit eingebracht haben. Und in Summe haben wir, glaube ich, was ganz Gutes geschafft, was auch im Moment sehr viel und sehr breit diskutiert wird. Ja, das sind natürlich, wenn ich die Namen höre, Remondis, Greiner, Polytech, das sind natürlich die namhaften Firmen aus der Branche. Also da steht dann schon was dahinter. Und wenn in diesem Konsortium 1000 Stunden plus Gehirnschmalz eingesetzt wurden, wie Sie sagen, dann ist da aber sicherlich auch was Gescheites dabei rausgekommen, oder? Ja, also wir haben die Dienstspezifikation in gut einem Jahr geschrieben und es gibt so zentrale Elemente, die wir da drin bearbeiten. Wir haben gesagt, okay, das war eine Entscheidung, die wir sehr weit vorne schon getroffen haben. Okay, was wollen wir überhaupt? Wir haben gesagt, okay, wir wollen einen Rahmenstandard, der für alle Anwendungen und alle Materialien greift. So, wenn man überlegt, wie viele Kunststoffe man hat, und wie viele Anwendungen man hat,
weiß man schon, okay, da muss man den Fokus ein bisschen anders setzen. Und deswegen haben wir auch gesagt, wirklich feste Kennwerte können wir für so für den Anspruch nicht festlegen, sondern wir haben gesagt, wir wollen einfach mal dahin kommen, dass Rezyklate so beschrieben sind, dass ich die auch schnell und einfach vergleichen kann, dass ich einen schnellen Eindruck kriegen kann, okay, ist das ein Material, mit dem ich meine jetzige Anforderung erfüllen kann, oder ist es was ich sofort aussortieren kann? Das heißt, wir haben Datenqualitätslevel geschaffen, 4 Stück an der Zahl, je höher, desto besser ist das Material beschrieben, die enthalten eine Pflichtangabe entweder von Informationen. Informationen können so Sachen sein, einfache Sachen wie, wie ist das Material nachher verpackt, wie kriege ich es überhaupt auf den Hof gestellt, aber auch komplexere Sachen über Sortierqualitäten, was ist das Material früher mal gewesen, sprich, was war der vorherige Einsatz, Deklarationen von Schadstoffen sind da ein Punkt. Und auf der anderen Seite haben wir als zweiten Block die Kennwerte. Kennwerte sind tatsächlich echte Messwerte. Auch da muss man in den niedrigeren Leveln weniger angeben. Da steigt man zum Beispiel mit einer Viskosität, mit einem MVR oder sowas ein oder einem Aschegehalt. Und je höher man kommt, desto mehr Information oder mehr Kennwerte müssen auch ermittelt werden, um einfach dann wirklich auch Datenblätter zu haben, die auch mal so ausführlich sind, wie man es vielleicht von Neuware herkennt, und darüber einfach auch ein Vertrauen zu schaffen, wenn ich jetzt wirklich in eine hochwertige Anwendung will. Auf der anderen Seite wollen wir auch schauen, dass wir alle Anwendungen oder alle Märkte damit bespielen können. Es gibt sicherlich auch wird weiterhin Märkte geben, wo man auch eher eine niedrige Qualität einsetzen kann. Die sollte man auch, weiter unterstützen, um einfach den Gesamtrecyclinganteil dann hochzubekommen. Ja. Okay, das bedeutet jetzt also, je besser eine Qualität beschrieben ist, je besser sie vermessen ist, und wie Sie sogar sagen, also die Erstanwendung oder die vorherige Anwendung zurückzuverfolgen, je besser das dokumentiert ist, desto höherwertiger kann man diese Qualität also einsetzen, und am Ende bekommt man da dann auch den höchsten Preis. Ja? Genau, darum geht es am Ende natürlich auch. Wenn ich ein Material nur ganz rudimentär beschrieben habe, wenn ich sage, es ist irgendwas mit PP, es hat die Farbe bunt und mehr weiß ich über das Material, dann habe ich natürlich relativ wenig Märkte, in die das geht. Aber wenn ich ein vollständiges Datenblatt habe, wenn ich die Infos habe, wofür das mal eingesetzt werden kann, für welchen Markt das gedacht ist und so weiter, dann habe ich natürlich eine Bandbreite an Märkten, und gerade die hochwertigen Rezyklate sind ja auch gesucht. Und klar. Ja. Wir sehen ja jetzt mittlerweile Entwicklungen, dass Re-Qualitäten, also beim PET sehen wir das ja, beim bei Flaschenqualitäten, dass Re-Qualitäten sogar höherpreisig sind und gesuchter sind als die Prime-Qualitäten oder Virgin-Qualitäten, wie Sie auch immer das bezeichnen wollen. Unter anderem auch aufgrund von politischen Vorgaben oder aufgrund von Normen oder auch aufgrund von OEM-Vorgaben. Ja? Also in der Automobilindustrie ist dieser Footprint, der CO2-Footprint, ja ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Genau. Und dort, wenn ich das so richtig verstehe, ist es jetzt also ein Bereich, sind die technischen Spezifikationen, die neu gemessen werden am Regranulat. Das andere sind Fragen wie, sagen wir mal, Sortenreinheit, Sie sprachen von Schadstoffen, also Kontamination. Das ist natürlich, das sind die großen Herausforderungen im mechanischen Recycling. Die sind dort klassifiziert. Und das Material wird dann quasi eingemessen und dann kann es so weiterverwendet werden, oder? Genau. Und das ist so der Schwerpunkt, den wir uns gesetzt haben. Irgendwo mit dem Ziel, wir sind jetzt mit einer DIN-Spezifikation gestartet. Nächstes Ziel ist, da einen europäischen Standard rauszumachen. Das ist auch schon auf den Weg gebracht. Und dann werden wir sicherlich auch nochmal schauen, ob wir dann an gezielten Stellen in die Tiefe gehen, nochmal uns spezielle Werkstoffe angucken oder spezielle Anwendungen anschauen und das in die Richtung weiterverfolgen. Weil natürlich, wenn man sehr breit ist,
ist man natürlich ein bisschen allgemeiner, aber irgendwo muss man mal den Aufschlag machen und der Bedarf ist, glaube ich, da. Also wir sehen das auch an sehr, sehr viel Feedback jetzt da drauf. Weiterhin neben den Datenqualitätsleveln, das vielleicht auch nochmal als Ergänzung, haben wir auch nochmal anhand Beispielen gezeigt, okay, wie berechne ich überhaupt den Rezyklatanteil? Wie wollen wir das berechnen? Was fließt mit rein? Was fließt nicht mit rein? Wenn ich jetzt zum Beispiel an Füllstoffe, Masterbatches und so denke, das haben wir mit reingenommen und als optionale Sachen haben wir halt auch, weil wir gesagt haben, wir wollen zukunftsgerichtet sein, auch Themen wie Recyclingfähigkeit mit reingenommen, Traceability, CO2-Footprint und sowas. Das sind ja die Sachen, die teilweise im Moment noch anlaufen, aber sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch noch ein bisschen Zeit brauchen. Also Traceability, verstehe ich das richtig, Herr Dott? Das ist also die Nachverfolgbarkeit der Anwendung, also zumindest genau. die der letzten Anwendung. Ja, oder wie ja das geht in die Richtung, genau. Da gibt es ja verschiedene Ansätze, ob man jetzt über markerbasierte Materialien nachdenkt, aufgedruckte Marker, wie man es von Holy Grail kennt, aber es gibt auch da durchaus Ansätze, da über einen digitalen Zwilling eine Rückverfolgbarkeit zu bekommen. Mhm. Da passiert im Moment auch ganz viel und da wollen wir einfach von vornherein für offen sein, damit, wenn jemand da was Gutes hat, das auch sofort mit eingefügt werden und gesetzt werden kann. Ja, das ist ja eine weise Entscheidung. Ja, wir wissen ja, dass es in England Bestrebungen gibt, jetzt PP auch für Food-Anwendungen zuzulassen, was bisher ja noch nicht so ist. Das ist ein großes Manko der Kreislaufwirtschaft bisher, dass der Hauptbedarf an Verpackung, dass dafür keine Requalitäten freigegeben werden. Und da gibt es jetzt Bestrebungen über Marker, also ein Material quasi, das mit einem, nennen wir es mal Farbstoff, ja, so verzeihen Sie mir da die, aber nennen wir es mal Farbstoff, ja, dass dort aus dem geschredderten Gemenge aussortiert werden kann und dann wieder gesichert als Food-Qualität eingesetzt werden kann. Und das ist ganz entscheidend, damit wir diesen großen Teil der Verpackung überhaupt bedienen können. Ne? Und da ist es ja, finde ich, es sehr weise, dass Sie da verschiedene Klassifizierungsmöglichkeiten von Anfang an vorgesehen haben. Ne? Genau, in die Richtung wird auch sicherlich viel passieren. Das kann auch das Thema Recycling immens voranbringen. Das ist sicherlich politisch schwer, international einheitlich durchzubringen, aber das kann natürlich die Anteile immens erhöhen. Und deswegen haben wir auch gesagt, okay, da wollen wir mit dem Standard den zumindest so weit vorbereitet haben, dass wenn es dann spruchreif ist und wirklich in die Masseneinsatz kommt, dass das auch sofort mit dem Standard funktioniert. Naja, es ist ein weiteres Merkmal der Kreislaufwirtschaft, ja. Also die Politik ist da mit hohen Ansprüchen vorangeprescht und hat Vorgaben gemacht, ohne jetzt genau zu planen und zu verstehen, vielleicht auch in dem einen oder anderen Fall, aber von europäischer Ebene auch Vorgaben gemacht, ohne jetzt die Details zu kennen oder die Details vielleicht festzulegen. Das heißt, so eine Klassifizierung ist dann ein großer Schritt in Richtung Umsetzung. Ja. Genau. Das ist eigentlich so ein bisschen sogar, wenn ich an die EU und den Green Deal denke, es ist ein Stück weit vielleicht sogar ein Vorgriff auf das, was da kommen wird. Da ist gerade ein sehr großer Normungsauftrag unterwegs, wo ganz viel Richtung Qualität und auch Design for Recycling passieren wird und geschrieben werden wird. Und wir sind jetzt schon mal, das geht jetzt gerade los, wir sind jetzt schon ein bisschen schneller wollen das dann, sind gerade dabei, das auch da rein zu verknüpfen und das Erarbeitete genau an der Stelle mitzunutzen. Da können wir davon ausgehen und eigentlich können wir das ja auch nur hoffen, dass die Norm, an der Sie mitgearbeitet haben, sozusagen als Blueprint in Brüssel auf den Schreibtischen liegt und hoffen wir, dass sie dort schon angekommen ist, Herr Dott. Ja, also es wird tatsächlich sehr intensiv. Also ich bin auch im Europäischen Normungsausschuss für Plastic Recycling, wo diese ganzen Normen dann erarbeitet werden, ab wahrscheinlich
Mai, Juni, Juli so um den Zeitraum rum. Und da wird diese deutsche DIN-Spezifikation sehr intensiv diskutiert und geschaut, okay, wie kann das vielleicht so ein Verknüpfungspunkt sein, so ein allgemeines Vorgehen, wie man sowas machen kann. Und da hoffen wir natürlich drauf. Deswegen pushen wir das natürlich auch weil wir glauben, dass wir da eine ganz gute Basis geschaffen haben, von der aus man dann jetzt ins Detail weiterarbeiten kann. Ja, super. Also vielen Dank für die Einblicke, Herr Dott. Ich sehe jetzt da wieder, na, also hier ganz entscheidende Fortschritte in der Kreislaufwirtschaft. Und wer war dabei? Ja, das Kunststoffinstitut Lüdenscheid mit der Kompetenz. Ja, also man erwartet es vielleicht nicht immer dahinter, aber es ist ja auch ein Einfluss, den Sie da haben und eine Kompetenz, die Sie damit beisteuern. Da kann ich nur sagen, Hut ab, ne, und vielen Dank für Ihr Mitwirken, Herr Dott. Hat viel Spaß gemacht. Okay, wir treffen uns nochmal zu einem weiteren Gespräch dazu. Aber für jetzt erstmal vielen Dank, Herr Dott. Gerne, danke ebenfalls.